Jetzt, da ich Ihnen meine Lösung präsentiert habe, habe ich die Ehre, mich von dem Fall zurückzuziehen. Damit endet unsere Reise im Orient Express. Und ich glaube, wir kriegen noch eine Cutscene, bevor wir uns verabschieden können. Es tut mir leid, Sie mitten in der Nacht geweckt zu haben, Poirot. Aber es konnte nicht warten. Es gab ein Detail, das mich in der vorläufigen Autopsie von Ratchets Leiche gestört hat. Ich bin zurück, um die Leiche zu untersuchen. Und habe eine Wunde gefunden, die von einer anderen verdeckt wurde. Der Hieb, den ich nicht gesehen hatte, wurde von einer dünneren, schärferen Klinge verübt. Es gab also nicht 12, sondern 13 Stichwunden. 12, Ibe? Für 12 Geschworene? Das funktioniert nicht mit 13 Wunden. Die ganze Symmetrie ist zerstört. Ist es nicht möglich, dass einer der Täter zweimal zugestochen hat? Doktor! Es wurde ein anderes Messer verwendet. Es gibt nur eine Erklärung. Auf die eine oder andere Weise. In diesem Zug befindet sich ein 13. Mörder. Wir müssen es Buck erzählen. Der Fall ist nicht gelöst. Habe ich mir da weismachen lassen, dass es schon vorbei ist? Wer könnte noch zugestochen haben? Bitte kommen Sie herein. Ah, Buck, ich sehe, dass wir uns endlich wieder in Bewegung gesetzt haben. Bui, die Strecke wurde endlich freigeräumt, während wir geschlafen haben. Wenn alles gut läuft, werden wir heute Abend in Venedig sein. Der Zug wird dort einige Stunden alt machen, um alle Vorräte wieder aufzufüllen. Was tun wir mit dem 13. Mörder? Haben Sie einen Hinweis? Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt einen Hinweis, den ich bei meinen Ermittlungen ignoriert habe. Das Tagebuch, welches ich in Regis Tresor gefunden habe, erwähnte einen Termin in Venedig. Jemanden mit den Initialen AW. Er selbst wird den Termin nicht einhalten können, aber es sollte genug Zeit sein. Ich könnte versuchen, den Termin für ihn wahrzunehmen. Wo und wann findet das Treffen mit Ratchet statt? Kann ich das denn noch nachlesen? Wir gucken mal nochmal ins Tagebuch rein. Arriving to Beach, Venedig, wie auch immer. Meet AW am 18. Am 18. um 22 Uhr. Hier. In hier. Das war einfach. Et voilà. So, wo ist denn Konstantin? Mein treuer Freund und Arztgefährte. Wie würde ich auf die Polizei wirken, wenn ich einen mutmaßlichen Mörder um Hilfe bitten würde? Das ist eine gute Frage. Ich denke, wir sollten Ratchet in Frieden ruhen lassen. Wo ist denn der Doc? Der steht bestimmt immer noch in der Kabine von der Polizistin rum. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo seine Kabine ist. Ich hatte jetzt fest damit gerechnet, dass er da in der Ecke steht und wartet, dass ich komme. Schade. Ich habe keine Zeit für Geplänkel. Wie würde ich auf die Polizei wirken, wenn ich einen mutmaßlichen Mörder um Hilfe bitten würde? Okay, hier bin ich scheinbar auch falsch.
Ich habe keine Zeit für Geplänkel. Wie würde ich auf die Polizei wirken, wenn ich einen mutmaßlichen Mörder einfach um Hilfe bitten würde? In der Bar und wartet darauf, dass endlich jemand kommt, der sich mit ihm unterhält. Ich finde das sehr verwirrend, dass der Zug sich fortbewegt. So. Bar Lounge. Da ist er doch. So, guten Tag. Doktor, einen Moment. Haben Sie Vorkehrungen für Regis Leiche getroffen? Ja. Er wird von den italienischen Behörden in Empfang genommen, sobald wir Venedig erreichen. Dort wird die Autopsie vorgenommen. Allerdings gibt es da etwas Eigenartiges. Oh? Da dies ein französischer Zug ist, muss die Zuständigkeit aufgeteilt werden. Als ich Ihnen sagte, dass Sie bereits am Tatort seien, haben beide zugestimmt, ihre Ermittlungen zu unterstützen, bis wir Paris erreichen. Ratchets Abteil wird versiegelt bleiben, bis wir dort ankommen. All jene, die an diesem Mord beteiligt waren, dürfen den Zug bis dahin ebenfalls nicht verlassen. Ach. Dank Ihnen bin ich also das Seil in einem Tauziehen zwischen zwei Ländern. Oh, aber ich dachte, Sie wollten das Sagen haben. Und ist es nicht merkwürdig, dass wir unsere Reise mit einer Menge Menschen fortsetzen, die Polizei als potenzielle Mörder betrachtet? Beruhigen Sie sich, Doktor. So etwas erlebe ich nicht zum ersten Mal. Um ehrlich zu sein, begrüße ich die Chance, diesen Fall bis zum Ende zu begleiten. Er ist gerade dabei, sich zur größten Herausforderung meiner Karriere zu entwickeln. Okay, was können wir jetzt machen? So. Finde deinen Hastings? Was? Ich muss jemanden finden, der mir bei den Ermittlungen in Venedig helfen kann. Mein Freund Hastings übernimmt oft diese Rolle. Aber dieses Mal muss ich jemand anderes finden. Ach so. Book! Wären Sie in der Lage, mich nach Venedig zu begleiten, um einem Hinweis zu folgen? Ich fühle mich geehrt, dass Sie mich fragen, mon ami. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss die Situation ihr regeln. Ich muss sicherstellen, dass niemand den Zug in Venedig verlässt und dass Ratchets Leichnam überführt wird. Hallo, mein lieber Book. Wie geht unsere Reise weiter? Wir sind auf unserem Weg in Richtung Venedig. All unsere Passagiere sind auf Anordnung der Behörden in ihren Räumlichkeiten eingesperrt. Ich behalte sie im Auge, wenn sie sich die Beine vertreten. So wie der Captain da hinter ihnen. Ich sehe, dass Sie die Situation gut im Griff haben. Na gut. Dann ist er nicht unser Partner. Dann müssen wir uns wahrscheinlich jemand holen, der sich mit Ermittlungen auskennt. Hallo? Mademoiselle Locke, Sie sind ganz offensichtlich eine exzellente Polizeibeamtin. Könnten Sie mich nach Venedig begleiten, um eine Ermittlung zu Regis Aktivitäten durchzuführen? Es gibt noch viel, was wir wissen müssen. Ja, es wird mir eine Ehre sein, mit Ihnen zu arbeiten. Und ich bin froh, dass Sie mir vertrauen. Was haben Sie im Sinn? Es gab einen Vermerk in Regis Terminbuch. Er hatte eine Verabredung. Mit wem? Dort standen nur die Initialen AW. Sie wollten sich um 22 Uhr an der Fontana dei Conigli, an dem Brunnen, treffen. Ich möchte wissen, mit wem sich Regis treffen wollte und warum? Aber Sie haben die 12 Verschwörer bereits aufgedeckt. Warum ist dieses Treffen so wichtig? Unglücklicherweise ist der Fall nicht abgeschlossen. Dr. Constantine hat eine 13. Stichwunde entdeckt. Einer von Ihnen hätte zweimal auf ihn einstechen können. Die Wunde wurde durch eine andere, feinere Klinge verursacht. Warum sollte einer von Ihnen zwei Messer verwendet haben? Sollte das aussagen, dass derjenige ihn damit mehr getötet habe als die anderen? Und wenn ja, wieso leugnen, wenn alles schon ans Licht gekommen ist? No, das ergibt keinen Sinn. Und ich schließe einen Fall nicht, bevor alle Fragen beantwortet wurden. Gerade Sie müssten das verstehen. Sie haben recht. Ich verstehe das. Ich werde Ihnen helfen. Merci. Gemeinsam werden wir die Wahrheit aufdecken.
Wir werden in ein paar Stunden ankommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich auszuruhen. Ich habe letzte Nacht gut geschlafen. Von dem Medikament habe ich nichts mehr gemerkt. Magnifik. Dann seien Sie vorbereitet, wenn wir Venedig erreichen. Ein weiteres Rätsel will gelöst werden. Dies ist die dritte Anlegestelle. Und es sind überhaupt keine Gondoliere verfügbar. Wegen des Karnevals gibt's wohl weit und breit keinen Gondoliere für uns, der uns über den Kanal bringen könnte. Die sind alle beschäftigt. Der Brunnen ist direkt auf der anderen Seite des Kanals, zum Greifen nah. Da drüben ist ein Gondolier. So, wir müssen den Kanal überqueren. Meine Freunde und ich maskieren uns jeden Karneval. Und jeden Karneval verlieren wir uns. Na, das ist ja toll. So, liebes süßes Kätzchen, kann man dich nicht streicheln? Eine verlorene Chance. Schade. So, was machen wir jetzt? Zeigen Sie mir, wie eine amerikanische Ermittlerin das angehen würde. Es ist ruhig und entspannt, aber nicht so sauber, wie es sein könnte. Da ist auf jeden Fall eine Gondel am Nachbarsteg. Buonasera, wir würden gern den Kanal überqueren. Einen Kilometer den Kanal hinab gibt es eine Brücke. Bitte. Laut Karte befindet sich die Fontana de Conigli gleich hier, auf der anderen Seite des Kanals. Mann, no. Ich, Gabriele, kann Ihnen nicht helfen. Scusi. Wir werden unsere Verabredung um 10 Uhr verpassen, wenn wir jetzt durch die Menge und noch dazu einen Kilometer in beide Richtungen laufen müssen. Warum weigert er sich, uns auf die andere Seite zu bringen? Er sieht aufgebracht aus. Vielleicht finde ich den Grund dafür heraus. Wenn es um den Preis geht, werden wir uns sicher einig. Geld? Geld ändert daran nichts. Geld scheint nicht sein Problem zu sein. Was ist es dann? Bella Chiara, die schöne Chiara. Ein hübscher Name für eine hübsche Gondel. Ach, wie schade. Ein so schöner Strauß zertrampelt von Touristen. So, was bedrückt ihn? Er hat sich wahrscheinlich mit seiner Freundin gestritten. Nicht schlecht. Sie heißt Chiara. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Die Gerechtigkeit siegt einmal mehr. Es tut mir leid, dass Sie sich mit Chiara gestritten haben. Was? Woher wissen Sie das? Ich bin Ermittlerin. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn Sie einen Verlobungsring übrig haben, werte Ermittlerin, dann nehme ich ihn. Ah, ich verstehe. Sie haben den Verlobungsring verloren, den Sie Chiara geben wollten. Verloren? Viel schlimmer. Ich habe ihn in den Kanal geworfen. Ich bedauere diese Überreaktionen zutiefst. Jetzt stehe ich ohne Verlobte und ohne Ring da. Vielleicht bringt der Gondoliere uns rüber, wenn wir seinen Ring finden. Sie haben recht. Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich werde Ihnen helfen.
So, wir brauchen einen großen Magneten an einem Stück Band. Oh, ich kann die Tauben aufscheuchen. Hihi. So. Da wird sich aber jemand ziemlich freuen. Ich brauche keine leere Getränkedose. Menno. Wir haben einfach zu viele Plastikflaschen auf der Welt. Das stimmt. Verzeihung, ich glaube, ich habe da etwas, was Ihnen gehört. Mamma mia, grazie mille, Signorina! Damit werde ich das Herz meiner Chiara zurückgewinnen. Ich weiß es. Wie kann ich Ihnen danken? Mein Freund und ich müssen auf die andere Seite rüber. Wir haben einen äußerst wichtigen Termin an der Fontana dei Conigli. Ah, sieh, der Kaninchenbrunnen. Natürlich, ich bringe sie rüber. Danach werde ich Chiara anrufen. Hoffentlich verzeiht sie mir. Da bin ich mir sicher. Bravo, Ermittlerin Locke. Dieses Viertel von Venedig ist sehr charmant. Sie werden es lieben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich bei der Szenerie des Zuges mehr Mühe gegeben haben. Irgendwie wirkt das hier alles so... Weiß ich nicht. Unecht. Egal. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, könnten Sie auf uns warten, bis wir zurückkehren? Natürlich, keine Sorge. Ich rufe in der Zwischenzeit meine Chiara an. Um den Brunnen zu finden, laufen Sie einfach links den Kai entlang, dann über die Brücke und schon sind Sie da. Sie können ihn nicht übersehen. Verstanden. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Signorina. Sie haben mich zum glücklichsten Gondoliere in ganz Venedig gemacht. Chiara, es tut mir leid. So, wie war das? Sie haben mein vollstes Vertrauen, Mademoiselle. Ich überlasse Ihnen links? Die Zügel. Und dann über die Brücke. Ist hier eine Brücke? Ah, hier. So, und das ist der Hasenbrunnen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wartet auf uns? Ich tippe ja auf die Frau dort rechts am Brunnen. Die einem irgendwie immer den Rücken zudreht. Vielleicht ist auch die Dame, die da gerade rauskommt. Man weiß es nicht. Es ist 5:10 Uhr. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt muss nur noch Ave auftauchen. Sie haben mich zum Rennen gebracht, Ermittlerin Locke. Poirot, rennt nicht! Ich kann auch im Sitzen warten. Ich habe eine Verabredung mit Ihnen, nicht wahr? No, dov'è la tua maschera? Wer könnte AW sein? Der steht hier so alleine rum. Ich
Ich habe eine Verabredung mit Ihnen, nicht wahr? No, dov'è la tua maschera? Steht irgendwas? Wir haben eine Verabredung, glaube ich. Das denke ich nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Oha, hier ist eine Tür. Büro, hier ist eine Tür. Ah, hört nicht. Bimalabim. Niemand da. Der Rezeptionist muss wohl schlafen. Oder irgendwo feiern. Wenn niemand da ist, der mir helfen kann, stört es sie ja sicher nicht, wenn ich mir selbst helfe. Aziz Wadi, Schweiz. Aziz Wadi. Das ist der einzige Name mit den Initialen AW. Spiacente, non ti ho sentito. Posso aiutarla? Hallo. Ich suche nach der Fontana dei Conigli. Wissen Sie, wo ich die finde? Ah, gleich vor dem Hotel. Sie erkennen sie an den Kaninchen. Danke. Ich hatte eine Verabredung mit jemandem, aber ich kann ihn nicht finden. Vielleicht übernachtet er ja in diesem Hotel. Ohne Namen kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe einen Termin mit Mr. Aziz Wadi. Wissen Sie, ob er zugegen ist? Leider hat er heute Morgen das Hotel verlassen. Er schien es eilig zu haben, aber er hat für jemanden eine Karte hinterlassen. Sie sind... Ich bin Mrs. Ratchet. Signor Wadi hat mich gebeten, die Nachricht an den Signore weiterzugeben. Aber ich nehme an, das wird in Ordnung sein. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, dass ich beobachtet werde. Ich habe unseren Treffpunkt geändert. Alice saß auf dem Brunnen. Ihr Blick fiel auf das weiße Kaninchen. Da hüpfte das Tier plötzlich davon. Alice folgte ihm. Ein weiteres Mal soll Alice ihren Weg weisen. Sie kam durch eine schmale Gasse und über eine Brücke. Dann begegnete Alice zwei Herren, die sich darum stritten, wer den größeren Hut trage. Ihre Füße führten sie zurück in die schmale Gasse und zu einem kleinen Platz. Dort stolperte sie über eine Katze, die Tee trank. Das schelmische Kätzchen rannte flink in eine andere Gasse. Alice folgte ihr. Außer Atem kam Alice an einem großen Platz an, an dem Baracken für die Kartensoldaten standen. Da marschierten die Kartensoldaten aus den Baracken auf Alice zu. Alice rannte und rannte bis an das Ende des Kais. Dort verlangte eine imposante große Tür, auf der das Gesicht eines Toll! Jetzt lerne ich, dass man das hier auch nochmal ordentlich lesen kann. Auf der das Gesicht einer Gorgone prangte, ein Passwort von ihr. Es waren Zahlen, denen Alice auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnet war. Ach du liebes bisschen. Interessant. So, wir müssen erstmal... Wahrscheinlich kann ich hier nicht hoch. Schade. Wir müssen erstmal das weiße Kaninchen finden. Hallo, Madame. War unser mysteriöser AW vor Ort? Nein, aber ich habe seinen Namen herausgefunden. Aziz Wadi. Und hier ist ein Brief, den er an Ratchet geschrieben hat. Es scheint eine Art Rätselreim zu sein. Mal sehen. Nun, Ratchet und Monsieur Wadi müssen dieses Buch lieben, so oft wie sie sich darauf beziehen. Ja. Ich denke, dass wir der Fährte folgen müssen, die diese Person für Ratchet hinterlassen hat, um sie zu finden. Das denke ich auch. Nach Ihnen, Mademoiselle Locke. Okay, hier am weißen Kaninchen befindet sich eine 2, die wir erstmal mitnehmen müssen.
So, wo könnten wir lang gehen? Wir gehen mal hier durch. So, was jetzt? So, da wäre eine Brücke. Hier sind Hüte. Denn hier los? Hey, sieh da! Ich darf ihn nicht verlieren! Es gibt auch noch eine Action-Sequenz. Ich hab gar keinen Bock drauf. Haltet den Dieb! Oh no! Was soll das denn jetzt hier? Da ist er. Muss ich den jetzt einholen? Aus dem Weg! Zu viele! Zu viele Masken! Der Mörder könnte dort stehen und mich beobachten und mich auslachen. Der Mörder ist entwischt. Ich komme zurück. Aber es sieht so aus, als hätte er etwas fallen gelassen, als er über die erste Mauer geklettert ist. D'accord, ich sehe es mir mal an. Was mich betrifft, konnte ich leider nichts für das Opfer tun. Er war schon tot. Ich habe die italienischen Behörden bereits informiert. Und ich werde sehen, was ich finden kann, während ich auf sie warte.
Na gut, schauen wir uns den Tatort mal an. Ein Haufen Geld und eine Brille. Eine Damenbrille. Plante Ratchet eine neue Identität? Ist das die Brille, die von der von dem Kindermädchen verschwunden ist? In dieser Tasche müssen sich schon mehrere 10.000 Dollar befinden. Das Opfer wurde erstochen. Ha. Offenbar die Waffe der Wahl in dieser ganzen Angelegenheit. Das Opfer wurde erstochen. Ha. Offenbar die Waffe der Wahl in dieser ganzen Angelegenheit. Ein Schlüssel. Falls Monsieur Wadi, so wie es aussieht, in Genf wohnt, dann könnte einer von diesen zu seinem Wohnort dort gehören. Verschiedene Kleidungsstücke in einem Koffer. Monsieur Wadi hatte offenbar geplant, die Stadt zu verlassen. Ein Schweizer Ausweisdokument? Monsieur Wadis, Schweizer Pass. Ich werde mal sehen, ob ich im Internet einen Treffer finden kann, der seine Identität bestätigt. So, finde Informationen raus. Schweizer, würde ich sagen. So. Geboren 1978. Damit ist der gute Mann 78, 22, 45. Aber wo ist er geboren? Keine Ahnung, hier steht jetzt Bern und Bagdad. Egal, testen wir uns diese durch. Die Antwort mag zwar falsch sein, aber ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Das war einfach. Ich hab noch etwas übersehen. Okay. Ist noch etwas im Koffer? Hier nicht. Nein. Das Opfer wurde erstochen. Ha. Da haben wir offenbar auch alles gesehen. Thank you.
Da hätte ich ja lange nachsuchen können. Offenbar wollte sich unser lieber Mitreisender neue Ausweisdokumente machen lassen. Ein gefälschter Ausweis mit Ratchets Bild? Clark? Ratchet? Wie viele andere noch? Jetzt wird er auch noch zu Enrico Caldo. Es scheint, als hätte Ratchet seine Identität öfter gewechselt als seine Socken. Ja. So, ich würde sagen, das ist das Lösegeld. Das ist die wahrscheinlichste Antwort. Es tut mir leid, dass ich den Verdächtigen nicht schnappen konnte, Monsieur Poirot. Es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen, Mademoiselle. Ihre Bemühungen waren fantastisch. Ich habe einige Informationen über Monsieur Wadi gefunden. Haben Sie auf die FBI-Datenbank zugegriffen? Keine Sorge, meine kleinen grauen Zellen waren ausreichend. Allerdings könnte die Datenbank die Herkunft dieser Banknoten bestätigen. Nicht nötig. Ich habe sie mit einbezogen, als ich die Ermittlungen fortgesetzt habe. Ausgezeichnet. Finde die Seriennummern der Dollarscheine in den Bildern auf Joannas Handy. Okay. NA2151. Ich weiß auch ohne Monsieur Poirots Hilfe, dass ich falsch liege. Ach so. So. Also, wir haben 649C. Sehe ich hier nicht. 203G. Könnte der sein? NA2152203G. Der ist dabei. Geschafft! Anfängerfehler sind einfach nicht mein Ding. So, gibt's hier noch einen? Nein. So, NA215 49C. Punkt für die Ermittlerin. NA215 nochmal. 8880. Oh, da. Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin. Monsieur Poirot! Das ist Teil des Lösegelds aus dem Fall Armstrong. Sie sind überrascht? Ich schätze nicht. Also hatte Ratchet es auf einem Konto bei der Banque du Lac. Es scheint so. Er wusste, dass die Seriennummern auf den Noten zurückverfolgt werden würden und er sie nicht ausgeben könnte. Also hat er sie ihr versteckt. Aber dann ging ihm das Geld aus. Damit konnte er nicht rechnen. Er hat gehofft, dass genügend Zeit vergangen ist, damit er das Lösegeld nun ausgeben kann. Ah, es gibt noch etwas, womit er nicht gerechnet hat. Und zwar? Er hat nicht mit Ihnen gerechnet, Ermittlerin Locke. Mit Ihnen und Ihrer Hartnäckigkeit. Danke. Aber wir haben es noch immer mit einem freilaufenden Mörder zu tun. Aber wir machen Fortschritte. Wir wissen, dass Monsieur Wadi einen Termin mit Ratchet hatte. Er hatte eine Tasche voller Geld und einen Reisepass mit Ratchets Foto, aber mit einem neuen Namen. Was halten Sie von dem Pass? So, was wollte er? Er wollte untertauchen?
Ich habe herausgefunden, dass er in Armenien wegen Handels mit gestohlener Kunst verhaftet wurde und eigentlich im Januar angeklagt werden sollte. Wieder einmal hat er seine Identität geändert und ist verschwunden. Sie haben recht, Mademoiselle. Er hat mir auch gesagt, dass er bedroht wurde. Und dieser Drohbrief in seinem Schlafabteil war echt. Er musste erneut verschwinden. Ich würde sagen, das Geld ist nicht das Motiv. Die Tasche ist nicht besonders groß. Er hätte mit Leichtigkeit damit davonlaufen können. Wenn er sie nicht mitgenommen hat, dann war es Absicht. Er war nicht an dem Geld interessiert. Wenn das Motiv nicht Geld ist, bleiben Leidenschaft oder Rache als Motive. Also, Ermittlerin Locke, was denken Sie? Leidenschaft oder Rache? Ich bin für Rache. Rache scheint mir ein offensichtliches Motiv zu sein. Der Mörder ist Wadi trotz dessen Vorkehrungen vom Brunnen zum neuen Treffpunkt gefolgt. Das ist kalt und berechnend. Hervorragend. Wir können noch nicht sicher sein, aber das ist eine solide psychologische Analyse. Wir haben eine Vorstellung vom Motiv. Es ist das gleiche Motiv wie jenes unserer 12 mutmaßlichen Mörder im Zug. Aber wir müssen noch immer herausfinden, wer unter der Maske steckte. Ich denke, dass Wadis Mörder auch Ratchets Mörder ist. Das Motiv beider Morde war Rache. Und beide stehen durch das Lösegeld mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Exactement. Unser Mörder steht also mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Das Geld steht mit dem Fall Armstrong in Verbindung. Aber diese Brille, die ich in der Tasche gefunden habe, sie muss auch etwas mit dem Fall zu tun haben. Moment, diese Brille sagt mir etwas. Moment, ich weiß es. Ich habe sie schon mal gesehen. Sie gehörte Suzanne Moreau, dem Kindermädchen der kleinen Daisy. Ich erinnere mich daran, sie in ihrem Schlafzimmer gesehen zu haben. Aber an ihrem Todestag war die Brille plötzlich verschwunden. Ich erinnere mich, dass es in der Presse hieß, das Kindermädchen habe Selbstmord begangen. Ich habe das nie geglaubt. Und die Brille ist der Beweis, dass sie von Ratchet oder seinem Komplizen umgebracht wurde. Er hat die Brille mitgenommen. Ich hatte immer so ein Bauchgefühl, aber jetzt, Monsieur Poirot, jetzt habe ich den Beweis, dass Suzanne unschuldig war. Ui, das haben Sie. Aber was ich mich selbst frage, ist Folgendes. Warum hat Ratchet diese Brille behalten? Ratchet hinterließ falsche Beweise am Tatort, um andere zu belasten. Er hat dasselbe mit Suzanne getan. Möglich, aber einen Gegenstand des Opfers als Trophäe zu behalten, das ist das Verhalten eines Fetischisten. Jetzt, da Sie es erwähnen, ich habe in meinen damaligen Ermittlungen bereits Daisys Haarspange in Ratchets Hütte gefunden. Und jetzt finden wir Suzannes Brille in einer für Ratchet bestimmten Tasche. Zwei Objekte von zwei Opfern Ratchets. Er ist ein Trophäenjäger. Okay. Es ist uns gelungen, ein paar Fragen zu klären. Was jetzt? Die Tasche enthielt nur einen Bruchteil der Millionensumme Lösegeld im Fall Armstrong. Der Rest muss sich an einem sicheren Ort befinden. Ich gehe jede Wette mit Ihnen ein, dass es sich um die Banque du Lac in Genf handelt. Monsieur Wadis Arbeitsplatz. Wadi war auch der Hüter von Ratchets Geheimnissen. Sie wurden von demselben Mörder umgebracht. Einverstanden. Nun, es gibt hier nichts weiter zu tun, als auf die Polizei zu warten. Bereiten Sie sich auf einen langen Abend voller Befragungen vor. Wir werden eine Menge erklären müssen. Und danach? Vielleicht ein Besuch in Genf? Schön, dass sie sogar jetzt noch den roten Teppich auslegen. Da sind Sie ja endlich. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wir haben gerade die Polizeistation verlassen. Wir mussten der italienischen Polizei erklären, dass wir keine Mörder sind. Was?
Ein weiterer Mord? Ich erzähle Ihnen alles, sobald wir unterwegs sind. Sind alle Passagiere und das Personal an Bord? Ja, sind alle ihr. Wir warten nur auf Sie. Hervorragend. Wir sollten keine Zeit vergeuden. Wir werden in Lausanne einen längeren Zwischenstopp als üblich einlegen müssen. Was? Wie lange? Lang genug, um ein paar Bankgeschäfte in Genf zu erledigen. Aber das ist Wahnsinn! Ein 13. Mörder von Ratchet? Mon ami, er war nicht besonders beliebt. Aber Monsieur Michel hätte gesehen, wenn jemand Ratchets Abteil betreten hätte. Und es gab noch 10 weitere Personen, die sich dort tummelten und darauf warteten, ihn zu erstechen. Wie hätten sie einen ungebetenen Mörder nicht bemerken können? Der 13. Mörder könnte gehandelt haben, als Michel auf dem Bahnsteig in Winkovci geraucht hat. Aber selbst nachdem der Zug abgefahren ist, war Michel mehrmals in der Mordnacht nicht auf seinem Posten am Ende des Korridors. Ich muss wissen, wo er wirklich war und wann. Findet sich der Mörder noch an Bord? Ich würde sagen, nein. Poirot, bleib konzentriert. Wir haben Beweise, dass er noch immer im Zug ist. Ui, er ist mit größter Sicherheit wieder zum Zug zurückgekehrt. Wie können Sie sich sicher sein? Es ist offensichtlich. Ich meine, ich hoffe, Monsieur Poirot sieht das auch so. Bitte fahren Sie fort, Ermittlerin Locke. Dies ist ein französischer Zug. Der Mord fand in Slowenien statt. Und die Leiche befindet sich in Italien. Die Zuständigkeit wird nicht geklärt sein, bis der Zug Paris erreicht. Der Mörder wird vermutlich zufrieden im Zug ausharren, bis wir Paris erreichen. Wo er dann verschwinden kann. Das ist gewiss eine Möglichkeit, aber wir haben keinen Beweis. Alle Passagiere und das Personal sind an Bord. Wenn der Mörder von Mr. Wardy in Venedig geblieben wäre, hätten wir sofort gemerkt, dass jemand fehlt. Und wir hätten die Behörden informieren können. Ich verspreche Ihnen, dass ich sichergestellt habe, dass alle an Bord sind, bevor wir losgefahren sind. Bug, beruhigen Sie sich. Mich beruhigen? Aber wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, mon Dieu. Es gibt noch einen weiteren Mörder an Bord meines Zuges. Einen Augenblick. Kann ich meine Meinung über mein Urteil noch ändern? Können wir alle an die Polizei übergeben? Alle? Auch uns selbst? Was? Nein, ich... Nein. Oh, es ist ein Albtraum. Treten wir mal einen Schritt zurück, mon ami. Beginnen wir damit, alle Geschworenen im Fall Ratchet auszuschließen. Wer sind die 12 Personen, die sowohl Ratchets Geschworenengericht als auch seine Henker waren? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Das ist die richtige Antwort. Wenn wir die 12 Geschworenen ausschließen, verbleiben wir mit 7 zusätzlichen Verdächtigen. 7? Das ist immer noch zu viel. Ich stimme zu. Wir müssen die Liste eingrenzen. Verzeihen Sie meine Ungeduld, Poirot. Es ist, als sei mein wunderschöner Zug verflucht. Können Sie einen der 7 entlasten? Richtig. Bug hat hart gearbeitet, um mich an Bord des Zuges zu bringen. Er ist definitiv kein Verdächtiger. Hervorragend. Mademoiselle Locke kann keine Verdächtige sein. Sie hat den Mörder von Monsieur Wardy verfolgt. So, wir können ihn nicht ausschließen. Die
diese Antwort mag zwar falsch sein, aber okay. Ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Es war Dr. Konstantine, der mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht hat. Das ist, so denke ich, nicht etwas, was er tun würde, wenn er der Mörder wäre. Richtig. Dr. Konstantine hat mich auf die 13. Stichwunde aufmerksam gemacht. Er ist kein Verdächtiger. Das war einfach. Es bleiben mir 4 Verdächtige, die ich nun genauer unter die Lupe nehmen muss. Mademoiselle Nitzen, Monsieur Maury, Monsieur Fauché und Gräfin Andrenier. Sie verdächtigen meine Mitarbeiter? Alle 3 haben in Venedig den Zug verlassen, um die Vorräte aufzustocken. Jeder von ihnen hätte sich unbemerkt davon schleichen können. Möglich, möglich. Aber was ist mit der Gräfin Andreni? Sie haben sie doch selbst entlastet. Ich habe sie vom ersten Mord entlastet. Aber wir wissen wenig darüber, wo sie sich hier in Venedig aufhielt. Also müssen wir noch 4 Verdächtige befragen. Ermittlerin Locke? Ich kann sie nicht begleiten, Poirot. Mein Vorgesetzter hat in den Nachrichten etwas über den Fall und meine Beteiligung gesehen. Er verlangt eine Erklärung. Wenn ich meine Marke behalten will, muss ich ihn anrufen. Dann müssen Sie das unbedingt tun. Es tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich verstehe das. Ich werde den Anruf aus meinem Abteil tätigen. Wenn Sie nach mir suchen, werden Sie mich dort finden. Ich hasse es, das zu sagen, Poirot. Aber ich muss es tun. Es gibt natürlich einen weiteren Verdächtigen mit einem klaren Motiv für den Mord. Denken Sie an das Lösegeld. Sie meinen Ermittlerin Locke? Wen hat sie dann verfolgt? Wer hat Assis umgebracht? Wir haben den maskierten Mörder beide über der Leiche stehen sehen. So, hier stehen wir jetzt in unserer Kabine und müssen weiter ermitteln. Wir gucken mal auf unsere Liste, was wir noch zu tun haben. Immerhin ist der Baum wieder übersichtlich geworden, das finde ich sehr gut. Wir müssen mit Monsieur Michel sprechen. Und ich glaube, ich spreche dieses Monsieur die ganze Zeit falsch aus. Vergesse aber auch immer wieder, wie es richtig ausgesprochen wird, weil hier einfach nicht das steht, was man sprechen würde. So, ich zumindest nicht. Da am Ende des Flurs sitzt er schon und wartet auf das, was passiert. Wir sagen mal Hallo. Ah, Michel. Wenn Sie mir erlauben, hätte ich noch ein paar weitere Fragen. Alles, Monsieur Poirot. Wir stehen in Ihrer Schuld. Bitte sagen Sie mir, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben. Nachdem die Abteile gereinigt und die Betttücher gewechselt waren, bin ich in meinem Quartier geblieben. Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Ist jemand gekommen oder gegangen? Monsieur Buck hat alle gebeten, in ihren Quartieren zu bleiben. Ich bin gelegentlich durch den Zug gelaufen, um sicherzustellen, dass sich alle wohlfühlen. Oh, ich habe Monsieur Maury gesehen, wie er ganz alleine seine Proviantkisten verladen hat. Ein so großartiger Koch bei einer so unwürdigen Arbeit. Ich hätte ihm ja geholfen, aber Monsieur Buck hatte mir befohlen, unter keinen Umständen den Zug zu verlassen. Monsieur Maury war also gezwungen, allein zu schuften. Schildern Sie mir noch einmal den tatsächlichen zeitlichen Ablauf der Nacht von Regits Ermordung. Nicht den, den Sie sich ausgedacht haben, um Ihr Verbrechen zu verbergen. Ich habe den Zug in Vinkovci verlassen, um eine Zigarette zu rauchen. Dann bin ich zurück auf meinen Posten. Das war die Wahrheit. Der Zug ist pünktlich abgefahren. Aber dann wurden die Gleise durch eine Lawine blockiert. Um 0.45 Uhr habe ich mich mit Madame Hubert in ihrem Abteil getroffen, um zu besprechen, wie wir unseren Plan anpassen können. Wegen des Schnees? Und wegen Poirot. Die kleine Aufführung, die wir für Sie inszeniert hatten, musste umgeschrieben werden. Ich habe Ihr Abteil ungefähr um 1:45 verlassen. Dann ging der Vorhang auf. Rufe in der Nacht. Der rote Kimono. Alles nur für mich. Und alles umsonst, wie sich herausstellte. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Michel.
Ich bin der Theaterkritiker, den kein Dramatiker in seinem Publikum sehen will. Gut, dann sprechen wir doch mal direkt als nächstes mit dem Koch, was er denn da Tolles verladen hat und warum er das alleine machen musste. Oh, er kann Klavier spielen. Gut, dann stören wir ihn jetzt mal nicht. Wir gehen erstmal in die Küche. Wir ignorieren Bug mal, der mal wieder da rumsitzt, Tee trinkt und Gebäck isst. Kennen wir ja nicht anders. Guten Abend, Monsieur Mori. Hätten Sie einen Augenblick für mich Zeit? Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Natürlich. Sofern es Ihnen nichts ausmacht, dass das Abendessen ruiniert wird. Ich verspreche, mich so kurz wie möglich zu halten. Gut. Wie war denn wohl der Ablauf der Nacht? Erzählen Sie mir von Ihrem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir haben gegen 23 Uhr begonnen, als Jean seine Sicht beendet hat. Wir haben bis ca. 2 Uhr gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Es ist ein bisschen vage. Haben Sie ohne Pause gespielt? Tatsächlich haben wir einmal eine Pause zum Rauchen eingelegt. Jean, Pierre und ich, als wir in Winkowski angehalten haben. Wann war das? Gegen Mitternacht. Es ist sicherlich nicht verkehrt, sich auch einmal die Messe anzuschauen. Wie Sie wissen, habe ich den Mord an Monsieur Ratchet gelöst. Was für eine Schande. Wie bitte? Dieser Hinterwäldler hat mein Steak-Tatar zurückgehen lassen und so gesagt, dass ich es verbrennen soll. Ich werde es zu seiner Liste der Verbrechen hinzufügen. Eine der Wunden auf Monsieur Ratchets Leiche wurde mit einem sehr scharfen Messer mit dünner Klinge zugefügt. Wir haben es noch nicht gefunden. Sie denken, dass eins von meinen verwendet wurde? Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen. In dieser Schublade. Oh, eine beeindruckende Ansammlung von Messern. Aber Ihre Klingen sind zu breit, um für das Verbrechen benutzt worden zu sein. Was haben Sie gemacht, während wir in Venedig gehalten haben? Ich habe mit Freas Hans Hilfe frische Lebensmittel für den nächsten Teil unserer Reise eingeladen. Und da meine Arbeit mitunter, Sie glauben es vielleicht nicht, eine Menge körperlicher Arbeit erfordert, habe ich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Zum Glück ist Jean mittlerweile sehr geschickt darin, meine Wirbel wieder einzurenken. Er hatte also doch Hilfe. Das haben wir doch eigentlich anders mitbekommen, glaube ich. Gut, dann sind wir hier auch erstmal fertig. Vielleicht treffen wir noch jemanden in den Räumlichkeiten der Mitarbeiter an. Da könnten wir auch nochmal fragen, ob die Darstellung, so wie sie gerade geschildert wurden, bonsoir, stimmen. Mademoiselle Nitzön. Dürfte ich Sie einen Moment sprechen? Natürlich, Monsieur Poirot. Ich hatte ohnehin noch nicht vor, zu Bett zu gehen. Was können Sie mir über Ihr Pokerspiel in der Mordnacht erzählen? Wir haben um etwa 23 Uhr angefangen. In Winkowski haben wir eine kurze Pause eingelegt. Hotaru und Pierre gingen nach draußen, um zu rauchen. Oh, und Hotaru wurde schlecht. Ich glaube, es war ein paar Minuten nach 1 Uhr. Um 1.10 Uhr vielleicht. Er verbrachte ungefähr 15 Minuten im Badezimmer. Okay. Aber er wollte trotzdem nicht aufhören zu spielen, weil er gerade eine Pechsträhne hatte. Hatte er danach mehr Glück? Nein. Wir spielten bis etwa 2 Uhr und er verlor jede Runde. Er war also 15 Minuten weg, ausreichend Zeit, sich ein Messer zu nehmen, diesen Typen zu erstechen und wieder zurückzukommen. Gut. Dr. Constantine hat eine Stichwunde an Ratchets Leiche entdeckt, die offenbar durch eine deutlich dünnere Klinge verursacht wurde als die anderen. Ein Kochmesser vielleicht? Das war exakt
mein Gedanke. Und ich nehme an, Sie möchten jetzt meine Messer überprüfen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mademoiselle. Ich würde Ihnen gerne meine Kochmesser zeigen, wenn ich welche hätte. Aber ich habe keine. Ich benutze die gewöhnlichen Küchenmesser. Sie können gerne suchen, wenn Sie mir nicht glauben. Verstehe. Alle Messer, die das Personal verwendet, befinden sich entweder in der Küche oder im Barwagen. Mit einer Ausnahme. Die da wäre? Hotaru bevorzugt es, seine eigenen Messer zu verwenden. Monsieur Mori verwendet also nicht dieselben Küchenmesser wie Sie? Meist nicht, nein. Ich weiß, dass er ein Set traditioneller japanischer Messer in einer Schatulle in seinem Zimmer aufbewahrt. Er erlaubt niemand anderem, sie anzufassen. Obwohl, jetzt, wo ich so darüber nachdenke, in letzter Zeit scheint er doch öfter die Küchenmesser zu verwenden. Ist das eine falsche Fährte, die von den Entwicklern des Spiels gelegt werden soll? Oder hat er tatsächlich auch eine Verbindung zum Mord? Können Sie mir sagen, wo genau Sie sich während unseres Zwischenstopps in Venedig aufgehalten haben? Diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich habe nämlich nicht allzu viel unternommen. Also, ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Okay. Vielleicht können wir ja tatsächlich einfach in die Kabinen gehen. Ich gehe mal davon aus, dass hier die Mitarbeiter jeweils schlafen. Gut. Was haben wir hier? Die Schatulle ist mit einer Art Mechanismus verschlossen. Es ähnelt diesem Symbol, das aus drei Kommas besteht. Wie war noch das japanische Wort? Tomoe. Und offensichtlich fehlt ein Teil. Die Schatulle ist mit einer Art. Es ähnelt diesem Symbol, das aus drei Kommas besteht. Wie war noch das japanische Wort? Tomoe. Gut. Ach so, man konnte hier von Zimmer zu Zimmer gehen. So, was haben wir hier? Hier scheint erstmal nichts mehr zu sein. Ich kann mir hier auch nicht so viel anschauen. Also vielleicht bekomme ich auch dieses Rätsel hier gar nicht gelöst. Ich würde aber mal annehmen, dass er dort vielleicht seine Messer aufbewahrt und dass dort auch ein Messer fehlt. Wir schauen mal. Er ist ja zum Glück nicht weit weg von hier. Dann können wir da noch mal einmal nachhaken. Wir können nicht auf seine Messer eingehen, die er möglicherweise irgendwo versteckt hat. Wieso das denn nicht? Das verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Ferrano? Safran. Ach, das muss ja ein kleines Vermögen wert sein. Und er lässt mich hier nicht durch. Das ist schade. Okay, ich kann mir scheinbar kein Sprudelwasser nehmen. Wir lassen den Kühlschrank mal offen. Auch hier können wir nicht über den Safran mit ihm sprechen. Und der Kühlschrank ist wieder zu. Zauberei. Gut. Ja, was haben wir denn noch offen? Okay, wir können noch mit der Gräfin sprechen. Die hatte ja ihr Zimmer gemeinsam mit ihrem Verlobten oder Mann. Ich bin mir da nicht ganz sicher. In der ersten Klasse, erster Wagen rechts. Mal schauen, ob jemand daheim ist.
Da sind die beiden, ja. Doktor, ich muss Gräfin Andrenyi befragen. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein, Monsieur Poirot. Die Gräfin hatte eine Panikattacke, als wir in Venedig angekommen sind. Sie hatte Angst, dass die Polizei sie und ihren Mann abholen würde, obwohl sie ihre Ermittlungen abgeschlossen hatten. Ich musste ihr ein Sedativum geben. Und seitdem schläft sie. Waren Sie die gesamte Zeit über bei ihr, als wir in Venedig waren? Graf Andrenyi hat mich gebeten, auf sie aufzupassen. Ich habe diesen Raum nicht verlassen. Sie sind der Grund dafür, dass sie in diesem Zustand ist. Bug hat dafür gestimmt, sie alle freizusprechen. Ich habe sein Urteil akzeptiert. Ich habe es ihr gesagt. Ich habe versucht, sie zur Vernunft zu bringen. Wie sehr sie schon gelitten hat. Die Belastung dieser letzten Tage, es war zu viel. Ich verstehe, Graf. Es ist in Ordnung. Ich habe die Antworten, nach denen ich gesucht habe. So, eine Person müssten wir doch befragen. Wer war er denn nochmal? Da muss ich tatsächlich nochmal nachgucken. Das habe ich nämlich vergessen. So. Ah, unser junger Freund am Klavier, der diese hervorragende Schokolade verteilt. Das hätten wir ja auch schon längst erledigt haben können. Sie spielen ausgezeichnet. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Merci. Dank meiner Mutter hatte ich viele Jahre Klavierunterricht. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, spiele ich ab und zu in Pariser Clubs. Aber wie Sie sehen, hat es mich nicht reich gemacht. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nur reden. Erzählen Sie mir noch einmal von dem Pokerspiel in der Mordnacht. Wir spielen regelmäßig, um uns nach einem langen Tag zu entspannen. Mal überlegen. Wir haben gegen 11 Uhr abends begonnen. Wir haben in Winkovci eine Pause gemacht. Otaru, Pierre und ich. Das Spiel war gegen 2 Uhr beendet. Wir hatten alle ziemlich viel getrunken. Ah, ouais. Ich bin für 10 Minuten gegangen, um Champagner für den nächsten Tag kaltzustellen. Das muss etwa gegen 1 Uhr gewesen sein. Darf ich Ihre Messer sehen? Natürlich, hier sind sie. Wenn Sie nichts dagegen haben? Nur zu. Sie sind unter der Decke. Erzählen Sie mir von Ihrer Zeit in Venedig. Ich hatte die Erlaubnis von Monsieur Bouc, meine Schwester, zu sehen. Sie lebt in Marghera, gleich bei Venedig. Sie hat vor ein paar Wochen ein Baby bekommen. Das war meine erste Gelegenheit, meinen kleinen Neffen kennenzulernen. Monsieur Bouc hat Ihnen die Erlaubnis gegeben? Ja, Sie können ihn selbst fragen. Das werde ich mit Sicherheit. Zu welcher Zeit sind Sie gegangen und wann sind Sie zurückgekehrt? Ich ging gegen 9:10 und war gegen 11:15 wieder zurück. Als ich zurückkam, hatte Otaru starke Schmerzen. Ich habe ihm den Rücken massiert. Das wäre genug Zeit gewesen, um Monsieur Wadi zu töten und zum Zug zurückzukehren. Dann werfen wir mal noch einen kurzen Blick auf die Messer. Eines davon ähnelt den Wunden auf einer der Leichen. Das ist sehr schade. Gut, dann haben wir doch eigentlich alle befragt. Genau, wir können noch mit Bug sprechen, der ja wie immer da rumsitzt und Tee trinkt und Plätzchen in sich reinstopft. Hatte ich zumindest erwartet. Oder gab es hier noch einen Raum hinter? Nein. Habe ich ihn jetzt übersehen? Nein. So, wo ist der denn? Und mich regt es immer noch auf, dass dieser Mann nicht ordentlich laufen kann. Ist sicherlich in der Romanvorlage begründet, aber irgendwie nervt es mich trotzdem. Tja, wo ist Bug? Hier ist er nicht. Er wird auch nicht in dieser Kabine sein. Hier können wir auch nicht rein. Hier können wir auch nicht rein. Da hier? Steckt noch mehr dahinter. Sie ist am Telefon. Na gut, dann lassen wir sie telefonieren. Hier ist sie auch nicht. Hier ist sie auch nicht.
Da wird er auch nicht drin sein, obwohl es sehr lustig wäre, wenn der einfach auf dem Klo sitzen würde. Das würde mir sehr gut gefallen. Gut, hier ist er nicht. Das ist meine Kabine. Da wird er ja auch nicht rumhängen. Wo schläft er eigentlich? Der muss doch auch ein Zimmer haben. Der schläft doch nicht beim Personal. So. Die sitzen ja auch immer noch alle rum, als wäre nichts passiert. Er wird uns auch nichts sagen können. Nee, kann er nicht. Also ich habe den bestimmt gerade übersehen. Blind dran vorbeigelaufen. Und der saß da wie immer am Tisch und hat Tee getrunken. Stimmt, es gibt ja auch noch den Restaurantwagen dahinter. Da sitzt er drin. Natürlich. Kann ich ja auch einmal quer durch den Zug laufen. Und dann kann ich ihn auch nicht finden. Ja, da ist er doch. Das kleine Chamäleon. Immer unauffällig. Sie haben Fouché erlaubt, Venedig zu besuchen? Also eigentlich Magera. Nicht so weit weg. Es war seine einzige Gelegenheit, seine Schwester zu sehen. Er hat seit Wochen in jedem Zug gearbeitet. Er hatte nie Zeit, das Baby zu sehen. Genug, Bug. Ihr Arzt spricht für Sie, aber Ihr gesunder Menschenverstand, er... Bon. Ich weiß. Aber es ist in Ordnung, nicht wahr? Er kam ja zurück. Oh, natürlich ist es in Ordnung. Es sei denn, er hat sich das Baby angesehen, dann jemand anderes getötet und ist dann zum Zug zurückgekehrt. Aber das ist ungeheuerlich. Mord ist immer ungeheuerlich, mon ami. Ich habe jetzt mit allen gesprochen, aber einiges scheint nicht zusammenzupassen. Ich muss wohl ein paar Dinge erneut überprüfen. Jetzt kann ich erst die Messer überprüfen. Ernsthaft? Das finde ich ein bisschen... Also wenn das jetzt echt so ist, dass ich gleich in das Zimmer reingehe und dann liegen da direkt die Messer irgendwo rum, dann fände ich das irgendwie merkwürdig. Nein, falsch. Ich wollte hier rein. Tja, da liegen sie. So, wie fangen wir mal an? Vielleicht das rausziehen. So. Jetzt? Ah, man muss den Deckel einfach abheben. Warum sagt mir das denn keiner? Ein kommaförmiger Gegenstand. Er muss wohl Teil von irgendetwas sein. Ja, das wissen wir doch schon. So, das ist das Messer.
Osteria Venezia. Sushi-Messer. Scharf wie Rasierklingen. Sushi-Messer. Scharf wie Rasierklingen. Sushi-Messer. Okay, der Vollständigkeit halber. Sushi-Messer. Sushi. Gut, was haben wir denn da? Eine Feder. Eine schwarze Feder. Das erinnert mich doch an etwas. Entschuldigen Sie, Monsieur Mori. Aber haben Sie nicht etwas vergessen? Sie haben nicht die Messer erwähnt, die Sie in Ihrem Zimmer versteckt haben. Ja, in der Tat. Die habe ich wohl vergessen. Das sind meine privaten Messer. Ich verwende nur die. Es gibt keine besseren. Ich habe sie in Japan gekauft. Und keiner außer mir darf sie anfassen. Welcher der Sätze ist eine Lüge? Das sind seine privaten Messer? Ja klar, kann sein. Ich verwende nur die, es gibt keine besseren? Er hat doch gerade ein Messer in der Hand. Und es fehlte gerade nichts in der Schachtel. Kann natürlich eine relative Aussage sein. Aber halt mal meinen Blick. In Japan gekauft. Ich Sushi, so ein Japan-Ding tatsächlich? Ich bin mir unsicher. Da war doch auch ein Messer bei, das er nach einem... Er hat das Messer ersetzt. Er hat das eine Messer für den Mord benutzt. Hat das dann verschwinden lassen. Und hat jetzt eins in Italien ersetzt. Dann ist es das hier. Ich fürchte, Sie sind ein besserer Sushi-Koch als Lügner. Wie bitte? Was soll das bedeuten? Eines der Messer trägt die Inschrift Coltelleria Venezia. Haben Sie gestern Abend etwa eine Shopping-Tour gemacht, Monsieur? Verflucht, Poro! Na schön. Eines meiner Sushi-Messer ist seit der Mordnacht verschwunden. Ich dachte, dass Sie mich des Mordes an Ratchet verdächtigen. Er schickte ständig mein Essen zurück und verlangte, es zu ruinieren. Warum gibt Gott den Reichen das Geld, um sich feine Küche leisten zu können, wenn ihnen gleichzeitig der feine Gaumen fehlt? Ich war in Panik. Und zufällig kenne ich einen sehr guten Laden in Venedig. Ich habe mir dort ein neues Messer gekauft, um das Fehlende zu ersetzen, damit ich nicht beschuldigt werde. Aber ich versichere Ihnen, dass ich nichts mit irgendwelchen Morden zu tun habe. Ich würde Ihnen eher glauben, Monsieur, wenn Sie das Messer weglegen würden. Oh, ja, natürlich. Sumimasen. Zu welcher Uhrzeit sind Sie zu Ihrem kleinen Einkaufsbummel aufgebrochen? Um etwa 21.30 Uhr. Ich war etwas nach 23 Uhr wieder zurück. Vielleicht 23.15 Uhr. Genug Zeit, um Monsieur Wadi zu erstechen und wieder zurückzukehren. Nun gut, Monsieur Mori. Das wäre dann alles fürs Erste. Sollte ich noch weitere Fragen haben? Sie finden mich hier. Beim Kochen. Na gut. Was haben wir noch auf unserer To-Do-Liste? Ich muss noch die Nachtischköchin konfrontieren. Was hat sie denn?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt leicht ratlos, aber vielleicht erinnern wir uns gleich wieder. Bitte sagen Sie mir noch einmal, was Sie während des Aufenthalts in Venedig getan haben. Kein Problem. Ich habe Hotaru dabei geholfen, die Lebensmittelkisten auf den Zug zu laden. Hotaru hatte alles, was er brauchte, aber ich musste feststellen, dass die Hälfte meiner Bestellung fehlte. Ich habe mehr als eine Stunde mit dem Zulieferer telefoniert. Leider erfolglos. Ich musste also die Dessertkarte für morgen etwas abändern. Hat nicht gerade auch der Barkeeper gesagt, er hätte ihm geholfen? Mademoiselle, ich glaube, dass Sie mir die Wahrheit verschweigen. Warum sagen Sie das? Monsieur Fouché hat Sie allerdings nicht dabei gesehen. Das konnte er gar nicht. Er war nicht da. Das stimmt. Monsieur Fouché hat nicht erwähnt, Mademoiselle Nitzen oder Monsieur Maury gesehen zu haben. Okay. Michel sagt, Monsieur Maury habe die Kisten alleine geschleppt. Sie waren nicht auf dem Bahnsteig. Stimmt. Doch, ich habe Hotaru geholfen. Die ganze Zeit? Er musste wohl so viele Kisten tragen, dass er Rückenschmerzen bekam. Ach, das tut mir leid. Na schön, Sie haben mich erwischt. Ich bin gegangen, bevor wir fertig waren. Aber nur, weil ich musste. Ihm fehlte noch Safran für eins seiner Rezepte. Also erklärte ich mich bereit, in die Stadt zu gehen und welchen zu besorgen. Wegen des Karnevals hatte der Rialto-Markt länger geöffnet. Er hat mir etwas Geld für den Einkauf gegeben. Ich weiß, wir sollten den Zug eigentlich nicht verlassen, aber ich wollte ja nur helfen. Mr. Maury kann Ihnen das bestätigen. Fragen Sie ihn. Ich habe das Abendessen gerettet. Oh, im Namen meines Gommens möchte ich Ihnen danken. Wie lange waren Sie weg? Ich habe den Zug um 21.10 Uhr verlassen und war etwa um 23 Uhr mit dem Safran zurück. Dann rief ich meinen Zulieferer wegen der fehlenden Zutaten an. Mademoiselle Nitzen hatte fast 2 Stunden Zeit, um den Safran zu kaufen, ein Kostüm zu finden, Monsieur Wadi zu töten, Ermittlerin Locke zu entkommen und dann zum Zug zurückzukehren, um den Anruf zu tätigen. Ja, es wäre möglich gewesen. Sie hätte genug Zeit gehabt. Merci, Mademoiselle Nielsen. Das wäre dann fürs Erste alles. Tut mir wirklich leid, Monsieur Poirot. Ich hoffe, Sie werden das Dessert heute genießen. Na gut. Also, wähle 2 Elemente, die dem Personal ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes geben. Gut, was haben wir hier? Monsieur Michel, Maury und Monsieur Focher haben den Zug in Vinkovic verlassen, um zu rauchen. Gut. Was haben wir noch? Jeder der 3 Angestellten hatte die Möglichkeit, Ratchet zu töten, als Monsieur Michel den Korridor gerade nicht im Auge hatte. Das war einfach. Naja, geht so. Wer hat kein Alibi für den Mord? Et voilà. Okay, dann wollen wir mal mit Ermittlerin Locke sprechen. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, da. Wir schreiten den Flur energisch hinab. Rennen ist ja nicht so unser Ding. Gewöhnen wir uns daran. Ich hätte hier gern so Portale. Vielleicht, dass man in so eine Toilette geht und man kommt dann an einem beliebigen Waggon wieder raus. Das fände ich super.
So, ich glaube, sie hat ihr Zimmer ganz am Ende. Ich dachte hier. Ach nein, wir sind ja noch in der ersten Klasse. Wir müssen ja noch in die zweite. Mich irritiert immer, dass die Zimmer der zweiten Klasse mit einer 1 beginnen und die Zimmer der ersten Klasse mit einer 2. Das ist irgendwie nur wenig sprechend. So, ich hätte gedacht, wir müssen hier hin. Hier müssen wir nicht hin. Hier müssen wir nicht hin. Hier müssen wir nicht hin. Müssen wir hier hin? Ah, tatsächlich. Wechselt die ständig ihr Zimmer oder habe ich es mir schlecht gemerkt? Was haben Sie die ganze Zeit gemacht, Poirot? Ich stappe völlig im Dunkeln. Dann werde ich etwas Licht auf die Situation werfen, mon ami. Ich habe 3 neue Verdächtige, die Ratchet und Monsieur Wadi umgebracht haben könnten. Mademoiselle Nützen, Monsieur Fouché und Monsieur Mori. Sie alle hatten während beider Morde genug Zeit, die Tat zu begehen. Und ihre Alibis lassen sehr zu wünschen übrig. Ein Familienbesuch und gleich 2 Einkaufstouren. Aber, das sind doch alles meine Mitarbeiter. Leider ja, mein lieber Buck. Aber gegen keinen von ihnen liegen konkrete Beweise vor. Und keiner von ihnen scheint ein Motiv zu haben. Was für eine Tragödie. Geben Sie die Hoffnung nicht auf. Wir werden den Mörder schon erwischen. Es gibt noch einen Ort, an dem sich die Beweise befinden könnten, die wir brauchen. Genf. Exactement. Die Hoffnung nicht aufgeben? Das ist leicht gesagt. Aber was, wenn Freya die Mörderin ist? Was wird dann aus dem Dessert? Oder wenn es Otaru war? Soll ich dann etwa selbst kochen? Und wenn es Jean war? Wer soll dann die Drinks servieren? Nicht auszudenken. Ich habe mir die Banque du Lac angesehen. Ich musste für Interpol meine Identität bestätigen. Also haben sie meinen Captain bei der Polizei Berkshire kontaktiert. Ich vermute, er war nicht sehr erfreut. Darüber, dass mein Urlaub sich als inoffizielle Ermittlung herausgestellt hat? Richtig geraten. Ich kann selbstverständlich gerne mit ihm darüber sprechen. Danke. Aber er wird es wohl verkraften. Es wäre eine Chance, den Fall Armstrong endlich ad acta zu legen. Er hörte auf rumzubrüllen, verlangte einen Bericht und gab mir dann eine Woche zusätzlich. Très bien. Was konnten Sie von Interpol über die Banque du Lac in Erfahrung bringen? Sie hat keinen guten Ruf und das schon seit über einem Jahrhundert. Unter ihren Kunden waren bereits Mafiosi, Nazis und Wirtschaftskriminelle jeder Art, darunter sogar Staatschefs. Das ist wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis in der Welt der Banken. Die Kriminellen nutzen die strikten Vorgaben der Banken zum Schutz der Anonymität ihrer Kunden aus. Was übrigens gegen zahlreiche Gesetze in verschiedenen Ländern verstößt, einschließlich der Schweiz selbst. Ich für meinen Teil habe selbstverständlich nie so ein korruptes System ausgenutzt. Das versteht sich von selbst, mon ami. Allerdings laufen gerade mehrere Ermittlungen, inklusive einiger Gerichtsbeschlüsse. Die Bank wird sich also irgendwann beugen müssen, sonst werden ihre Vermögenswerte beschlagnahmt. Doch bis dahin floriert das Geschäft dank ihrer reichen und mächtigen Kunden weiter. Das alles passt perfekt zum verstorbenen Monsieur Ratchet. Haben Sie eine Idee, wie wir weiterverfahren könnten? Die Seriennummern auf einigen der Banknoten stimmen mit jenen überein, die bei der Armstrong-Entführung verwendet wurden. Wir kamen in Venedig zu dem Schluss, dass der Großteil des Geldes sich noch im Tresor der Bank befinden muss. D'accord, Mademoiselle Locke. Hervorragende Arbeit. Ach, unsere nächste Aufgabe ist somit klar. Wir müssen an Regits Bankschließfach kommen. Dafür brauchen wir Codes. Passwörter. Und Monsieur Wadi kannte sie vermutlich alle. Der Geldsack, den er bei sich hatte, ist Beweis genug. Wir sollten in Wadis Büro in der Bank nach Informationen über Ratchets Schließfach suchen. Gewiss. Aber bedenken Sie, wie viel Geheimhaltung mit solchen Geschäften einhergeht. Ich bezweifle, dass wir in seinem Büro alles finden werden, was wir benötigen. Wo sollen wir also sonst noch suchen? Wo kann ich Informationen über Ratchets Schließfach finden? Ich bin ja für sein Tagebuch. Ich muss zugeben, okay, scheinbar nicht. Dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Ratchets Vielleicht Tagebuch weiß sein Assistent etwas, Diese Antwort auch nicht. Mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Monsieur McQueen. In der Wohnung. Das war einfach.
Mr. Wardy konnte unmöglich all seine Geheimnisse in der Bank aufbewahren. Hoffentlich finden wir etwas in seiner Wohnung. Die Adresse kennen wir von seinem Reisepass und die Schlüssel haben wir von seiner Leiche. Der Zug hält um 8 Uhr in Lausanne, was ein ganzes Stück von Genf entfernt ist. Ich kann die Abfahrt bis 11 Uhr verzögern, aber nicht länger. Die Polizei erwartet uns am späten Nachmittag in Paris und sie duldet keine Verzögerung. Die Bank öffnet erst um 9. Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie wir noch pünktlich ankommen könnten. Mit dem Boot? Nehmen wir ein Taxi. Ich habe schon auf der Karte nachgesehen. Wir sollten weniger als eine Stunde von Lausanne nach Genf brauchen. Damit hätten wir gerade noch genug Zeit, das Schließfach zu öffnen. Wenn wir um 11 wieder beim Zug sein wollen, bleibt uns keine andere Wahl. Naja, ich denke mal, dass man sich trennt. Der eine guckt sich die Wohnung an und der andere das Schließfach. Wir sollten uns am besten aufteilen. Einer von uns durchsucht die Wohnung. Der andere das Büro. Um Zugang zum Bankschließfach zu bekommen, brauchen wir den Schlüssel, die Schließfachnummer und das Passwort. Aber wenn Sie das alles gefunden haben, wie wollen Sie dann in den Tresor gelangen? Wir könnten jedoch die Anonymitätsvorschriften der Bank zu unserem Vorteil nutzen. Und das geht am schnellsten, wenn Sie sich als Ratchet ausgeben. Lieber würde ich mich als Jack the Ripper ausgeben, aber im Interesse der Gerechtigkeit muss es wohl sein. Wir müssen die Kontonummer finden. Und alles andere. Ich würde mir liebend gern den Tresor von innen ansehen. Zum Betreten des Tresors werden keine Papiere oder Namen verlangt. Man benötigt nur die richtigen Daten. Ich tue jetzt mal so, als hätte ich das nicht gehört. Ich bin Direktor einer Eisenbahngesellschaft, kein Bankräuber. Perfekt. Fassen wir den Plan nochmal zusammen. So, also, wir nehmen ein Taxi, hoppeln mal eben rüber, treffen uns bei der Bank, ich sehe jemanden später. Wir teilen uns auf, finden Informationen über den Tresor, durchsuchen das Büro. Ja, ungefähr so. Was? Nicht gut. Fahren per Taxi nach Genf. Fahren mit dem Taxi nach Genf, teilen uns auf, durchsuchen das Büro und die Wohnung. Finden Informationen über Ratchets Tresor. Geben uns als Ratchet aus. Suchen nach Ratchets Schließfach. Ach so. Okay. Sie treffen sich natürlich erst bei der Bank und können das dann alles machen. Ja. Et voilà. Zunächst nehmen wir das Taxi nach Genf. Dort teilen wir uns auf. Sie durchsuchen Mr. Wardys Wohnung und ich sein Büro im Bankgebäude. Sobald wir alle Informationen haben, die wir benötigen, geben Sie sich als Ratchet aus. Und wir finden endlich heraus, was der echte Ratchet in seinem Schließfach versteckt. Das klingt unmöglich. Nicht für Ermittlerin Joanna Locke und Hercule Poirot. Wir sollten uns etwas ausruhen. Sie haben recht, Mademoiselle Ermittlerin. Schließlich stehen wir morgen gemeinsam vor unserer größten Herausforderung. Das ist wieder die perfekte Stelle für einen Break. Wir beenden das Video hier. Wir setzen hier im nächsten Video wieder an. Und ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.